aus der Maheinicke Markthalle in Kreuzberg. Einen schönen guten Mittag hier live, genau, aus der Maheinicke Markthalle. Die Zeit des Köchelns ist jetzt vorbei. Es gibt jetzt die allererste Kochsendung und zwar auf Multikult FM. Da freue ich mich ziemlich. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis wir diese Sendung sozusagen gar gekocht hatten. Und jetzt ist es soweit. Heute sogar schon die dritte Ausgabe. Das heißt, letzten Samstag die erste, heute Morgen die zweite und jetzt heute eine Special Edition hier live in der Maheinicke Markthalle. Mein Name ist Tom Fischer. Und als nächstes haben wir vor, eine Stunde mit Delikatessen, das heißt zum Anschauen, aber natürlich auch zum Probieren. Es wird gekocht und gegessen, es wird gesungen. Ich habe hier neben mir den Jens Steiner, den Hip-Hop-Poeten vom Prenzlauer Berg. Der wird jede Menge Stimmung machen, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Und es gibt natürlich auch ein Gewinnspiel und das hat ganz viel mit Essen zu tun. Da dürfen Sie sich jetzt schon mal bereit machen, das wird gleich erklärt. Das sehen wir hier drüben bei der netten Kollegin Elisa, die präpariert da schon die Kochtöpfe. Drei verschiedene Händler werden heute Gerichte zum Probieren geben. So, und bevor gleich der Jens drankommt, erzähle ich noch kurz, was ist Delikatessen oder Delikatessen in einem Wort? Das ist die neue Sendung und wir möchten natürlich ein bisschen was über Kochen erzählen. Wir haben jede Menge Tipps rund um Berlin, aber auch weltweit. Und dafür stehen dann unter anderem die Katharina Hawks, die Martina Marx und meine Wenigkeit einmal im Monat. Jetzt ist Zeit für unser erstes Liedchen und zwar für den Jens Steiner. Jens, was machst du eigentlich lieber, essen oder kochen? Ich esse sehr gerne und ich koche auch sehr gerne. Und wenn diese Sendung einmal vorbei sein sollte, lasse ich mich auch von einer netten jungen Dame feinstens bekochen mit Spezialitäten aus aller Welt. Oh, da wäre ich gerne an deiner Stelle. Das klingt ziemlich lecker. So, dann würde ich sagen, jetzt mal dein erstes Liedchen. Na bitte. Jens Steiner, der Hip-Hop-Poet aus dem Prenzlauer Berg mit Kudo. Hab ich komponiert, leider die Rechte nach Amiland verkauft. Nicht so schlimm. Hier, ich bin wieder online. Erst um meine Mails checken. Meistens ist da Facebook. Trocken Regenwetter. Hab doch voll den Kater. Jetzt ist es schon wieder hier. Ich bewege mich gar nicht mehr. Bestell mir meine Pizza her. Ich bin auch gefällt hier. Kommentier den Online-Status für die halbe Welt hier. Das Kudorf mit Jens Steiner, dem Hip-Hop-Poeten vom Prenzlauer Berg. Und jetzt geht's handfest zur Sache. Wir haben Essen für Sie vorbereitet. Und zwar drei verschiedene Suppen und dazu bitte ich gleich auch meine Kollegin hier nach vorne. Hier kommen auch schon unsere Händler hier aus dem Markt. So, hallo, das ist ein Herr von Herr Franzis von Matzbach. Hallo, Sie sind der Koch. Ich bin der Koch, ja. Wunderbar. Wen haben wir jetzt als Nächsten? Ich bin Christian. Hallo Christian, Sie sind auch Koch? Ich bin auch Koch. Und Sie sind vom Bio-Buffet. Genau. So, dann haben wir last but not least die Dame. Die hätte eigentlich am Anfang kommen sollen. Wie heißen Sie? Christine Jokisch und ich bin von Markt Pur. Genau. Und wir haben das nicht ohne Sinn gemacht, dass diese drei Herrschaften und Dame hier verschiedenfarbige Schilder haben. Das heißt, unser Gewinnspiel geht so. Ach, ich würde sagen, Elisa, willst du es kurz erklären? Also, Sie sehen ja hier unsere drei Köche und die haben uns jeweils drei leckere Gerichte mitgebracht. Und falls Sie jetzt denken, ach, ich möchte mal gern probieren, es gibt drei Süppchen, dann dürfen Sie zu unserem Stand dort drüben gehen. Da sind nun die drei Töpfe aufgestellt und dann dürfen Sie schmecken. Sie dürfen Ihre Geschmacksknospen ein bisschen beanspruchen. Wunderbar, das war perfekt. Also schmecken Sie, probieren Sie. So, jetzt haben wir wieder so viel vom Essen geredet, da drüben gibt's was. Und die nächste Musik geht auch ums Essen. Und zwar um Kebab. Wir sind hier schließlich in der Geburtsstadt des Kebabs in Berlin. Und jetzt nochmal der Hinweis. Bitte rein in die Töpfe. Und zwar bis 14 Uhr haben wir hier die drei Töpfe, auch für alle aus dem Radio. Das ist in der Maheinicke Markthalle, und zwar an der U-Bahn-Station Gneisenaustraße. Und um Cooking, darum geht es auch jetzt. Wir möchten nämlich Mut machen zum selber Kochen zu Hause. Und dazu haben wir uns die richtige Fachfrau eingeladen. Es geht nämlich ums richtige Würzen. Und zwar haben wir die Frau Herzer
das Kräuter. Frau Herzer, kommen Sie einfach hier nach vorne auf die Bühne. Schönen guten Tag. Tag. Das Würzen ist ja so eine Sache. Ich habe gehört, die Deutschen würzen die vielleicht ein bisschen zu zaghaft. Was ist Ihre Meinung? Also kann ich nicht bestätigen, weil zumindest bei mir kommen viele Leute, die gerade so Spezialitäten suchen. Und da habe ich das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren noch einiges verändert hat und auch viele jüngere Leute kommen. Es ist wieder so ein bisschen hip, es ist wieder so ein bisschen innen, auch was Schönes zu kochen. Also das schöne Geschichte. Also die Deutschen werden mutiger beim Würzen. Was wäre denn jetzt Ihr Tipp, wenn wir mal ein Gericht nehmen mit drei tollen Gewürzen? Also ein Gericht. Ich habe mir einen schönen Tee rausgesucht, weil ich natürlich auch ein Gewürztee, das passt auch jetzt sehr gut zu der Jahreszeit. Das klingt lecker nach einem schönen, leckeren Kräutertee. Sagen Sie, wie viele Kräuter gibt es bei Ihnen? Also bei mir gibt es ungefähr 150 Kräuter, wobei das ein fließender Übergang ist von Heilkräutern und Gewürzkräutern natürlich und ungefähr 200 Gewürze. Ich sage vielen Dank, Frau Herzer, für das Interview und ja, noch einen schönen Samstag. Ihnen auch, Dankeschön. Und auch eine schöne Nachricht habe ich, wir haben jetzt überraschend zusätzlich einen Live-Act, um genau zu sein, den Ali Cater am Babafon. Dankeschön, Dankeschön. Ali Cater, die CDs übrigens von ihm gibt es drüben auch bei uns am Stand von Multikult. Ihr hört Delikatessen im Radio oder ihr seht es gerade vor euch direkt auf der Bühne hier live in dem Heinecke Markthalle. Übrigens in Berlin auf 88,6 und Potsdam auf 90,7 und im Internet unter www.multikult.fm. Übrigens jeden Samstag von 9 bis 10 im Radio unter multikult.fm. Kommt diese Sendung Delikatessen?